Ohne das Ding auf dem Fernseher geht auf unserer Welt nichts mehr. Gemeint ist die Antenne oder auch als Hertzscher Dipol bekannt. Und um den geht es jetzt. Ihr kennt bestimmt noch den elektromagnetischen Schwingkreis aus dem Unterricht. Oder aus einem Video von uns. Wenn nicht, klicken. Kurzer Rückblick, ein Kondensator und eine Spule ergeben einen elektromagnetischen Schwingkreis. Bringen wir Ladung auf den Kondensator, dann haben wir ein elektrisches Feld. Die Ladung will sich ausgleichen und fließt über die Spule und erzeugt dabei ein magnetisches Feld, welches die Ladung auf die andere Kondensatorplatte drückt. Und das geht immer so weiter. Es entsteht wieder ein E-Feld und die Ladung fließt wieder ab, sodass ein B-Feld entsteht, immer im Kreis. Um mit dem elektromagnetischen Schwingkreis elektromagnetische Wellen abstrahlen zu können, müssen wir das ganze Ding noch etwas modifizieren. Wir haben in dem Ding noch viel zu große Verluste über den Kondensator und der Spule, um hohe Frequenzen anzupeilen. Wir haben nur niedrige Frequenzen. Deswegen machen wir einfach mal nach und nach die Induktivität und die Kapazität kleiner. Grafisch sieht das so aus. Der Kondensator wird immer weiter auseinandergebracht und die Platten immer kleiner. Dadurch wird die Kapazität verringert. Gleichzeitig bekommt die Spule kleinere Wicklungen, dann wird die Induktivität kleiner. Dadurch bekommen wir schon höhere Frequenzen. Das machen wir immer weiter. Und wenn alles genug aufgedröselt ist, haben wir nur noch einen Stock elektrischer Leiter. Den Hertzschen Dipol. Da ist der Abstand der theoretischen Kondensatorplatten richtig groß, die Spule hat nur noch eine Wicklung und so weiter. Ist halt dann nur noch ein Stock. Und damit kann dann elektromagnetische Strahlung ausgesendet oder empfangen werden. Bekanntestes Beispiel für so einen Hertzschen Dipol sind die Autoantennen. Die kennt ihr bestimmt noch. Mit dem Ding können elektromagnetische Wellen empfangen werden und dann im Autoradio zu Musik verarbeitet werden. Wie sieht jetzt aber die Strahlung eines Hertzschen Dipols überhaupt aus? Wir müssen immer dran denken, dass ein Hertzscher Dipol immer noch ein elektromagnetischer Schwingkreis ist. Bringen wir positive Ladung auf den Dipol oben, dann entsteht ein E-Feld. Nach einer Viertelschwingungsperiode fließt dann der vom Schwingkreis bekannte Strom durch den Dipol und erzeugt ein B-Feld. Danach haben wir wieder ein elektrisches Feld von unten nach oben. Und nach drei Viertel der Periodendauer fließt wieder ein Strom und erzeugt wieder ein B-Feld. So sieht das im Einzelnen aus. Ist ja ein Schwingkreis, also immer elektrisches und magnetisches Feld abwechselnd. Die Felder an sich bauen sich jetzt aber nicht nacheinander auf, sondern schnüren sich ab. Das sieht dann so aus. Zumindest grob. Ihr seht übrigens, das elektrische Feld steht dabei immer senkrecht zum magnetischen Feld. Merkt euch das unbedingt. Hier haben wir mal eine Schwingung dargestellt. Das passiert jetzt 50 Millionen Mal in einer Sekunde und wir haben mit 50 Megahertz eine elektromagnetische Welle ausgesendet, die dann wieder irgendwo durch einen Hertzschen Dipol empfangen und weiterverarbeitet werden kann. Das ist die Funktechnik, wie sie in eurem Handy, Router, Autoradio, Satellitenschüssel und so weiter verbaut ist. Fassen wir deshalb das Ganze nochmal zusammen. Wenn wir einen elektromagnetischen Schwingkreis etwas modifizieren, bekommen wir einen Hertzschen Dipol. Mit dem können wir dann elektromagnetische Wellen aussenden. Der Hertzsche Dipol erzeugt dabei immer abwechselnd ein elektrisches und ein magnetisches Feld, die sich gegenseitig abschnüren. Eine elektromagnetische Welle ist entstanden. Wenn ihr mal ein Beispiel für die Nutzung von einem Hertzschen Dipol, also einer Antenne, erklärt bekommen wollt, dann schaut euch unser Video zu Tarnkappenbombern an. Da geht es darum, wie man mit Hilfe von Radaren, also auch Hertzschen Dipolen, Flugzeuge erkennen will und wie sich manche Militärflugzeuge dagegen schützen können. Also mal richtig interessante Themen. Und jetzt noch eine Masterfrage zum Dipol. Schaut euch nochmal den Dipol genauer an und sagt mir mal, wo die Strahlung des Dipols am geringsten ist. Also wo könnte ich stehen und bekomme so gut wie keine bis keine Strahlung ab? Schaut euch einfach nochmal das Abstrahlverhalten des Dipols an. Mal schauen, wer es als erster weiß. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.